Heute, 4 Tage nach dem Terroranschlag in der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou, verfolgen die Sicherheitskräfte eine Spur, die in den Niger führt. Eines von 2 Autos, das die Täter für den Anschlag verwendet haben, soll ein Kennzeichen aus dem Nachbarland tragen. Die Opfer stehen unter Schock. Die slowenische Anthropologin Liza Debeves war im besagten Café Cappuccino, als die Terroristen hineinstürmten. Ich bin dann einfach Richtung Ausgang und habe versucht, mich zu retten. Gesehen habe ich nichts und ich weiß auch nicht, ob ich über die Menschen gegangen bin. Ich bin einfach gegangen, um mich zu retten. Was anderes habe ich nicht wahrgenommen. Diese Bilder aus Ouagadougou haben nicht nur den Menschen Angst eingejagt, sondern auch der burkinischen Wirtschaft einen enormen Schaden zugefügt. Ein Anschlag wie der, der am Freitag passiert ist, ist eigentlich tödlich für wirtschaftliche Entwicklung. Investitionen gibt es ohnehin sehr wenige in diesem Land. Es hat in den letzten Jahren begonnen, mehr davon zu geben, vor allem im Bergbau, im Goldabbau. Gab es ausländische Firmen, die hier direkt investieren? Walter E. Meyer, der Leiter der österreichischen Entwicklungshilfe für Burkina Faso, lebt seit fast 4 Jahren in Ouagadougou. Der Terroranschlag hat sich seiner Meinung nach schon vorangekündigt. Vor allem nach dem Anschlag vor ungefähr 2 Monaten auf ein Hotel in Bamako stieg die Befürchtung, dass es zu ähnlichen Anschlägen auch hier kommen kann. Trotzdem war es aber doch unerwartet. Also niemand hat sich erwartet, dass das jetzt in dieser Vehemenz auch passieren wird. Es ist ein öffentliches Geheimnis, dass ranghohe Al-Qaida-Kämpfer seit Jahren in Burkina Faso tätig sind. Dass das Land bis zum vergangenen Freitag von Terroranschlägen verschont wurde, verdankt es angeblich seinem Ex-Präsidenten Blaise Compaoré. Dieser soll den Extremisten erlaubt haben, in Burkina Faso zu arbeiten, aber das Land nicht anzugreifen. Wir alle haben jetzt Angst, wir wissen nicht, wann sie uns wieder angreifen werden. Der Terroranschlag könnte den Tourismus in Burkina zum Stillstand bringen. Das wird unsere Wirtschaft verändern. Die Touristen werden nicht mehr kommen. In den letzten 5 Jahren sind viele neue Hotels in Ouagadougou entstanden. Auch in den Straßenbau wurde viel investiert. Der Terroranschlag könnte aber die Großinvestoren nun aus dem Land vertreiben und Burkina Faso in eine noch tiefere Armut drängen.